herzlich willkommen beim Tienchen. Ich hatte Schlüpftag und habe ganz tolle Geburtstagspost bekommen. Und ich werde, denke ich mal, 2 Videos machen, weil das wird sonst zu lange. Es waren ganz viele und ganz tolle Sachen. Und anfangen möchte ich mit dem Päckchen von der lieben Diane. Ich verlinke euch natürlich wieder alles in der Infobox, damit ihr auch gucken könnt, was die lieben Mädels sonst so machen. Sie hat mich gefoltert. Sie ist nämlich 2 Wochen vor meinem Geburtstag in Urlaub gefahren. Und weil sie nicht wollte, dass es vielleicht zu spät ankommt, hat sie es mir 2 Wochen vorher geschickt. Und draufgeschrieben, Geburtstagspost und bitte nicht vor dem Geburtstag öffnen. Und dann kam noch eins und dann kam noch eins und alle standen hier. Und ich bin fast verzwatzelt, weil ich sie so gerne ausgepackt hätte. Aber ich war eisern. Ich habe sie nicht vorher ausgepackt. Allerdings, heute ist Montag. Ich habe sie gestern ausgepackt. Gestern war mein Geburtstag. Und damit ihr seht, dass all diese schönen Päckchen von der Diane in diesem wunderbaren Papier eingepackt waren, habe ich nochmal eins von den Papieren dazugelegt. Nur damit ihr euch jetzt nicht wundert, dass da alles ausgepackt ist. Es liegt einfach daran, dass es eben gestern mein Geburtstag war und ich es nicht mehr ausgehalten habe, nach 2 Wochen noch länger zu warten. So, jetzt fangen wir an. Und zwar mit diesem wunderschönen Band. Und zwar ist es nicht einfach nur Band, sondern das sind ganz tolle Glitzersteine, die richtig erhaben sind. Also man könnte sagen, das sind Pailletten auf dem Band. Ganz toll. Gefallen mir super. Habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo ihr die Sachen immer findet. Aber ich habe jetzt auch eins und freue mich darüber ganz dolle. Dann hat sie mir Project Life Karten eingepackt. Und da ich von denen noch fast gar nichts habe, finde ich das sehr gut. Ich liebe diese Dinger. Die sind immer beidseitig bedruckt. Und man kann die für alles Mögliche nehmen. Ich habe sogar neulich mal ein Flipbook gesehen mit Project Life Karten. Finde ich total genial. Also ich habe von denen noch fast gar nichts. Und auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ich habe das schon mal in irgendeinem Video gesagt, glaube ich. Project Life Karten zu mir. Die sind ganz toll. Und hier sind nochmal große. Ich nehme es jetzt einfach so oben runter, wie es da liegt. Denn ich habe gerade gesehen, ich habe die Karte vergessen. Ich zeige euch jetzt die Karten mal im Schnelldurchlauf. Die sind super schön. Die kann man auch direkt als Text benutzen für Mini-Alben. Braucht man gar nicht mehr viel zu machen. Die sehen so schön aus. Klar könnte man die auch selber machen, aus Motivpapier, warum nicht? Aber die fertigen, die haben irgendwie was. Das kriegt man vielleicht selber gar nicht hin. Hier ein tolles, ich liebe ja dieses Kraftpapier, ein tolles Kuvert, bleib wie du bist, für jemand Besonderen. Glückwunsch, 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 Glückwunsch. Wunderschön bestempelt. Und hier eine mega tolle Karte. Das mit dem Ast, das ist vielleicht sowas wie ein Wink mit dem Zaumpfahl, obwohl ich mich nicht als Ast sehe. Aber wunderschön gestaltet hier in 3D. Eine ganz tolle Karte. Vielen Dank auch dafür. Dann hat sie mir hier 2 tolle Stempelsets eingepackt mit diesen Mädels und dem schönen Rahmen und den kleinen Pusteblumen. Und hier was Maritimes, finde ich ganz toll, weil ich habe zwar schon maritime Stempelsets von Viva Decor, aber das, was jetzt da drin ist, habe ich überhaupt noch nicht. Also wieder ganz andere Fische, ein kleinerer Leuchtturm als den, den ich habe. Also richtig toll. Habt ihr super ausgesucht. Vielen Dank. Dann hat sie mir, sie hat ja eine Maschine, fragt mich jetzt nicht, wie das Teil heißt, mit der man selber Schablonen machen kann. Plotter, glaube ich. Heißt es Plotter? Verbessert mich, wenn es falsch ist. Sie hat mir Schablonen gemacht
Und die sind so schön. Guckt euch das mal an. Jetzt wollte ich mir noch ein schwarzes Papier hier herlegen, damit ihr besser gucken könnt. Ich guck mal, ob das so geht. Nee, das geht nicht, Mom. So, jetzt aber. Schwarzer Hintergrund, dann könnt ihr das nämlich prima sehen. Und zwar die hier mit diesen, ja, Ornamenten. Ganz toll, auch ein sehr schönes Format für die 13-13 oder 15-15 Karten. Also richtig, richtig schön. Die hat sie mir selbst hergestellt. Also ich glaube, das Gerät heißt Plotter. Dann hier einen super schönen Leuchtturm, habe ich überhaupt noch nicht als Schablone, mit Felsen. Also da ich überhaupt keine Ahnung habe, wie so ein Gerät funktioniert, ist es für mich immer wie ein Wunder. Also ganz tolle Schablonen, die sie extra für mich entworfen hat. Hier diese Tropfen. Ich suche schon lange was mit Tropfen. Ich möchte auch gerne mal Stempel mit Tropfen haben. Habe ich vielleicht mal gesagt, erwähnt, oder sie hat es einfach geahnt. Tropfen kann man immer brauchen, die sind ganz toll. Dann hier diese Federn, ist ja auch mein Ding, ne? Federn. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und dann die hier noch. Also das war eine super Idee mit den Schablonen, meine liebe Diane. Vielen, vielen Dank. Dann hat sie mir hier von Santoro ein ganz tolles, einen ganz tollen Bogen mit selbstklebenden Bildern, also verschiedene selbstklebende. Ich tue euch mal noch ein bisschen hoch. Ich glaube, ihr seht gar nicht alles. Ganz tolle, große, kleine Schmetterlinge, Vögel. Hier richtig toll. Ein ganzer Bogen mit diesen, mit dieser süßen Meerjungfrau und hier dem, also ganz, ganz toll. Den werde ich wahrscheinlich nie benutzen. Ich werde ihn aufheben und hüten und streicheln. Und nie benutzen, es sei denn mal für irgendwas ganz Besonderes. Also der ist wunderschön, vielen Dank auch dafür. Dann diese ganz tollen Sticker vom Action, die liebe ich ja auch über alles. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch beim Action gibt. Ich hüte die wie einen Schatz und benutze die so gut wie nie, weil ich einfach immer Angst habe, die gehen mir aus. Hier, das ist die andere Seite und ich habe da nicht mehr genug. Wunder, wunderschön. Also das ist genauso meins. Die Farben und die Motive, ganz, ganz toll. Und dann noch diesen Block, den die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen. It's Man's World. Ich habe ihn noch nicht. Vielen Dank, Diane. Ich gehe mal ganz kurz mit euch die Motive durch. Also das ist immer vorne und hinten bedruckt. Ich blätter auch einmal gerade so durch. Die meisten, wie gesagt, kennen ihn. Der war schon in verschiedenen Halls immer wieder zu sehen. Ich hatte ihn noch nicht und da mich das sehr an das Team Holz Papier erinnert, das ich mal von der Ramona hatte. Das sind so ähnlich die Motive und die Farben. Werde ich den sicher auch streicheln und ansehen und nicht verarbeiten, schätze ich mal. Da wiederholt sich es dann wieder. Also wunderschöne Papiere. Das mit den Eulen finde ich auch total genial mit ihren Hüten auf. So, das war das Paket von der Diane. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das war noch ein Zusatz und zwar hat sie sich auch noch an einem Gutschein beteiligt, den meine Admin-Kollegin mir geschenkt haben. Aber das hat sie mir schon mal vorab geschickt. Dafür herzlichen Dank. Jetzt geht es gleich weiter. So, das zweite Päckchen, das ich bekommen habe, war von meiner lieben Freundin Christine. Auch ihren Kanal verlinke ich euch in der Infobox. Und da war so ein wunderschöner Anhänger dran. Mit einem kleinen Päckchen. Hier mit so einem Spitzenband. Hier ist so ein schönes Bild. Das ist auf beiden Seiten gleich. Und hier noch dieses schöne Gebamsel. Ein Glückskleeblatt. Ein kleines Körbchen, ein Schmetterling und dieses schöne Herz, das aus lauter kleinen Herzen besteht. Das ist richtig, richtig schön. Das war außen mit so einem, wie gesagt, ich habe es gestern aufgemacht, da durfte ich ja, mit so einem schönen Bastband eingepackt und da hing dieser Anhänger dran.
Und es war eingepackt in diesem wunderschönen Seidenpapier. Wisst ihr ja, ich sammle die immer für meine Art Journals oder so. Und es hat so einen schönen Goldschimmer und ist auch ganz zart. Schön zum Weiterverarbeiten. Dann hier eine Karte in Lilö. Ihr wisst ja, ne? Lila, der letzte Versuch. Aber ich mag Lila sehr und es ist auch eine wunderschöne Karte. Hier die Vögel sind aus Holz. Das ist genäht. Ich finde es so genial mit dem Nähen. Das erste Mal habe ich das gesehen bei Max. Der hat ein Album gemacht, das er genäht hat. Und dann haben alle möglichen Leute angefangen, ihre Alben zu nähen. Und jetzt bin ich so spitz drauf, obwohl ich Nähen eigentlich überhaupt nicht mag, dass ich schon mit dem Gedanken spiele, auch mal Karten oder ein Album mal zu nähen. Aber das ist ja in meinem Kopf. Aber ob das klappt, das steht auf einem anderen Blatt. Wunderschön gestaltet hier mit dem Perlenpen, ein Blümchen drauf, ein kleines Herz. Hat sie ganz, ganz toll gemacht. Eine wunderschöne Karte. Die kommt wieder an meine Leine hier. Auch von ihr ein ganz tolles Stempelset vom Action. Mit dem Art Deco Stempel und Ecken sind da drauf und so eine wunderschöne Frau mit wahnsinnigen Haaren und so einem wallenden Gewand, also ganz, ganz toll. Diese schönen Chipboards, das sind also richtig dicke Chipboards mit Schmetterlingen in allen möglichen Größen und Formen, die kannte ich noch gar nicht, sind auch wunderschön und ganz filigran gearbeitet. Und dann hat sie mir, und zwar hatte ich ein Jahr lang Daphne's Diary abonniert, weil es die bei uns in den Läden so gut wie nie gab. Und wenn die führten, dann waren die immer gleich ausverkauft, bis ich da mal hinkam. Und da gibt es wohl auch ein Buch. Das war mir neu, wusste ich nicht, habe ich auch noch nie gesehen. Und sie hat mir, ich blätter es nur mal ganz kurz mit euch durch, also das ist, wer es kennt, aufgemacht wie die Zeitschrift, da sind auch immer solche Extras drin, also ein bisschen Geschenkpapier oder hier vorne, das sind Aufkleber, die man also rausmachen kann, werde ich natürlich nicht tun, denn ich möchte das Buch ja nicht zerstören. Ich blätter das mal ganz kurz mit euch durch. Hier hinten sind so zwei dicke Cardstocks drin zum Ausschneiden mit Blumen und Schmetterlingen und hier so ist so eine Tasche eingearbeitet und es ist aufgemacht wie die Hefte auch. Da ist also aus ihrem Tagebuch, dann hier Herr Bär und Tante Katze, da geht es um die Haustiere, die haben, dann irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die sie besucht haben, oder irgendwie, das zum Beispiel, das darf nie weg, da wird also immer irgendwas Altes, was sie irgendwo bekommen oder ergattert hat, vorgestellt. Also es ist aufgemacht wie die Zeitschrift, sind auch Rezepte drin, es sind Künstler drin, die entweder einen schönen Laden haben oder die irgendeine besondere Kunst ausüben. Es sind Bastelideen drin, es ist hier für selbstgemachte Marmelade was drin. Also wer die Zeitung noch nicht kennt, ich werde nicht gesponsert, ich kriege auch nichts dafür. Ich sage euch nur, dass alle kreativen Bastler wahrscheinlich hin und weg sein werden von dieser Zeitschrift. Die ist also aufgemacht, das Buch ist aufgemacht wie die Zeitschrift, nur natürlich viel ausführlicher. Es ist richtig dick. Ich muss mal gerade gucken, es hat 159 Seiten und es ist also wirklich ein kleines, kostbares Kunstwerk. Wunderschöne Sachen hier, Opa und Oma machen Urlaub, verschiedene Berichte. Und immer auch geht es ums Basteln, ums Kreativsein, auch ums Kreativsein in der Küche. Es sind Gedichte drin und Vorschläge, was man basteln kann. Oder hier Eis aus Obst. Also ganz toll. Hier ist ein Bogen nochmal drin mit solchen Schablonen, die man ausschneiden kann. Und dann kann man, wenn man das ausgeschnitten hat, kriegt man dann eine Geschenkebox oder irgendwas raus, also mit solchen Schnittmustern oder wie gesagt, wenn sie in ihr Tagebuch schreibt, dann kommen manchmal solche, wie hier zum Beispiel Schmetterlinge und Kinder, also sie schreibt dann in ihr Tagebuch, was sie erlebt hat mit ihren Kindern oder mit den Haustieren oder hier so Bastelideen,
Ein Schneidebrett verwandelt sich im Handumdrehen in ein praktisches Memo-Board. Ihr macht also Klammern drauf und könnt dann da alles Mögliche festmachen. Also wunderschöne, wunderschöne Sachen, Berichte, Rezepte, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ich sammle auch die Zeitschriften, aber dieses Buch ist natürlich, hier guckt euch mal das an, das sind Pantoffeln aus Baguette. Ist doch zum Schreien, oder? Was manche Leute für Ideen haben, das finde ich so cool. Also ganz, ein ganz, ganz tolles Buch, das man immer wieder gern zur Hand nimmt und drin blättert und drin schwelgt. Hier Lampen aus Tassen und Untertassen. Also da sind manchmal Ideen drin, da wundert man sich, wie manche Leute da drauf kommen. Da geht es dann auch immer um irgendwelche Leute, die ganz toll eingerichtet sind. Da könnte ich immer schwelgen und könnte umräumen und alles rausschmeißen und alles neu einrichten. Oder um Künstler hier, die, das war schon mal in einem Heft. Sharon macht individuelle Bücher und Karten. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas für uns Papierbastler. Sie macht also ganz tolle Sachen auf Bestellung hier. Also ein sehr, sehr schönes Buch. Hier ein Suppenrezept, Omas Gemüsesuppe. Oder Kunst aus Papier. Also ganz, ganz tolle Sachen sind da drin. Und auch Berichte und so weiter. Das waren die Geschenke von meiner Freundin Christine. Und ich denke, ich werde die beiden anderen Sachen in einem separaten Video machen. Und deshalb sage ich jetzt schon mal Tschüssi und danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video.